So, in diesem Video fangen wir endlich an, auf der Ukulele Melodien zu zupfen. Ne? Bislang haben wir Akkorde gespielt, also zum Beispiel C-Dur, dazu gesungen. Ne? Aber man kann auch einfach Melodien zupfen auf der Ukulele. Zum Beispiel die hier. Ne? Also Melodien sind Töne, die aneinandergereiht werden. Wenn wir singen, etwas singen, dann sind das auch Melodien, ne? Aber man kann sie auch einfach ohne Begleitung auf der Ukulele zupfen oder spielen. Dafür muss man keine Noten können, kann man natürlich auch machen, wenn man Noten lesen kann, aber man braucht das nicht, denn es gibt die sogenannte Tabulaturschreibweise oder auch die Tabs. Ja? Das ist so ein bisschen vergleichbar wie Malen nach Zahlen. Man spielt Noten oder Töne nach Zahlen. So einfach ist das, ja? Und dafür hat man die Tabulaturschreibweise, die seht ihr unterhalb der Notenschreibweise. Ja, die obere Seite ist die A-Seite, dann kommt die E-Seite, dann die C-Seite und unten steht die G-Seite. Ja, und die Zahlen, die stehen für die Bünde, in der man dann die jeweilige Seite greifen muss. Ne? Zum Beispiel A-Seite, die obere Seite, wenn dann eine 1 draufsteht, dann drücke ich hier die 1. Sorry. So. Oder die 3 wäre das hier. Dritter Bund, A-Seite. Oder hier C-Seite, zweiter Bund. Na, da würde dann eine 2 stehen. So, was haben wir denn hier? Folgendes, wir fangen mit der 0 an. Also hier. Auf der C-Seite. Dann kommt die 2 auf der C-Seite. Dann kommt die 0 auf der E-Seite. Dann kommt die 1 auf der E-Seite. Dann kommt die 3 auf der E-Seite. Ja. Und ich habe jetzt jeden einzelnen Ton mehrmals gespielt, damit ihr den dann auch finden könnt. Normalerweise spielt man den natürlich nur einmal, es sei denn, er steht da mehrmals. Ne? Wir fangen einfach mal ganz, ganz langsam von vorne an. Also, und ich sage die Zahlen dazu, okay? 0, 2, 0, 1, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 3, 3, 3, 3, 0. Okay, noch einmal genauso langsam. Oder noch ein bisschen langsamer. Und 0, 2, 0, 1, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 3, 3, 3, 3, 0. Ihr habt bestimmt erkannt, um welches Lied es sich da handelt. Viel Spaß!